Ja, und damit herzlich willkommen zur Platzvorstellung Camping Solgio. Das ist die Kirche. Der Platz ist hier hinter mir. Wenn ihr die Kirche seht, egal für welche Seite ihr kommt, Richtung See fahren, ist auch gut ausgeschildert, kommt da hier an den Eingang vom Campingplatz. Stellplatz. Ja, da machen wir eine kurze Unterbrechung von der Platzvorstellung, weil hier findet gerade das Mittagsläuten statt. Und bis das Gebimmel fertig ist, zeigen wir euch mal, wo der Campingplatz liegt. Viele von euch werden über den Gotthard oder den Bernardino kommen. Dann fahrt ihr über Bellinzona, Locarno an der Westseite des Lago Maggiore entlang. Und direkt südlich von Stresa liegt der Campingplatz. Geschlossen ist. Geht da hier das kleine Tor rein zur Rezeption. Ansonsten ist fast immer auf. Kommt ihr hereingefahren und parkt hier gegenüber von der Rezeption. So wie es dieser Kollege gerade verpasst hat. Und geht dann rein, meldet euch an. Sind sehr nett, sehr hilfsbereit, sehr freundlich. Ihr bekommt Platzplan, sucht zu Fuß euren Platz aus, kommt zurück mit der Platznummer, meldet euch an, gebt den Ausweis ab, ist hier halt so. Hier seht ihr schnell die Preise, könnt ihr allerdings auf der Webseite erkennen. Gegenüber der Rezeption der Minimarkt, der zum Zeitpunkt unseres Besuches geschlossen war. Und dahinter befinden sich auch noch die alten Waschhäuser, sind aber sauber, gepflegt, alt halt, ja. Rechts im Anschluss, da hinten dran seht ihr den Restaurantbereich, da waren wir gestern Abend essen. Das war super, wir waren sehr zufrieden. Und von der Preisseite her kann man überhaupt nicht meckern für Lago Maggiore. Durchaus preiswert. So, nicht schlecht gelöst. Direkt hinter der Einfahrt die Entsorgung für Grauwasser, das macht ihr hier über die Schächte. Und WC-Entsorgung ist entweder im alten Waschhaus oder auch im neuen Waschhaus. Das Restaurant ist sehr großzügig, weitläufig. Und auch ein großes Außen, einen großen Außenbereich, bei dem man im Sommer bestimmt sehr gut sitzen kann. Und hier dann nochmal ein weiteres Festivalitätenzelt. Oh, da verteidigt einer sein Revier. Geradezu geht's dann halt direkt schon runter auf die Stellplätze. Und nach wenigen Schritten seid ihr auch schon am See. Ja, heute kein Wind, keine Wellen. Heute im wahrsten Sinne des Wortes Ententeich. Und da unten kommen auch schon die Enten, weil die denken, es gibt jetzt was zu essen. Zur Information, wir haben hier etwa Meter niedrigeren Wasserstand wie normalerweise. Also das Wasser geht eigentlich bis an die Mauer da unten. Aber seit Herbst, seit Sommer letzten Jahres halt hier auch alles gesunken, weil der Po versorgt werden muss. Anschließend an den Stellplatz, ihr habt an den Bildschirm schon gesehen, befindet sich eine Marina. Aber da ist zum Zeitpunkt unseres Besuches kein großer Krach gewesen, also durchaus auszuhalten. Stellplätze, ich schätze mal so 10x10 Meter. Völlig ausreichend mit Stromanschlüssen versorgt. Wir brauchen es nicht, wir stehen autark. Und etwa 90 Stellplätze sind hier. Es gibt auch größere, die sind etwas teurer. Und noch teurer sind die vorne direkt an der Seefront. Hier stehen wir, da hinten ist die Conny. Und ein paar Schritte weiter kommen wir schon an das neue Waschhaus. Zeige ich euch gleich. Hier könnt ihr euer Geschirr waschen. Hier wohl die Füße. Hier auch nochmal Wasser zum Geschirr, zum Wäsche waschen. Aufpassen, es sind hier an der ganzen Line insgesamt nur 3 Anschlüsse, wo es auch heißes Wasser gibt. Warum? Ich weiß es nicht. Duschen, 3 Stück an der Zahl, tippitoppi. Auch mit heißem Wasser muss man eine Minute laufen lassen. Ist alles heiß, alles super, Einmischbatterie. Mit kleinem Waschbecken. Was mir noch fehlen würde, wäre ein Hocker, aber das ist so alles eigentlich in Ordnung. Gegenüber nochmal Waschbecken,
zum Waschen, Zähne putzen, Behindertentoilette und die weiteren Toiletten. Jederzeit tiptop sauber. Babywickelraum. Und für die Chemietoilettenentsorgung ist hier direkt nebendran. Ich denke, das ist auch gut gemacht mit dreimal Entsorgung. Passt, aber auch das brauchen wir nicht. Wir haben Trockentrenntoilette. Conny macht sich's gemütlich. Und wir produzieren nicht nur auf dem Dachstrom, sondern auch noch mit den Solartasche. Ja, die WCs, Umkleiden, alles sind auch behindertengerecht eingerichtet, um Rollstuhl zu erreichen. Bei den Damen sieht es genauso aus wie bei den Herren. Hier vorne wieder zu den Seeplätzen und zum See. Zum Baden ist uns das Wasser diesmal zu frisch gewesen. Sind nicht nur Stellplätze, sondern auch Mobile Homes zu mieten. Wie viel, weiß ich nicht, ich schätze mal 15. So was. Ein Dauercamper ist hier vor Ort. Ansonsten alles befestigt. Bei den Plätzen etwas aufpassen, die sind nur im hinteren Bereich halbwegs gerade. Ansonsten, ihr seht es hier, fallen die ab zum Weg hin. Der hintere Bereich vom Platz wird gerade neu angesät. Hoffe, das Gras ist rechtzeitig fertig vor der Saison. Und hier geht es dann auch hoch zu dem Gebäude mit den Waschmaschinen und Trocknern. Ja, hier drin brummt die Wäsche von Conny und Klaus und die andere wird da hinten gerade getrocknet. Heute ist nämlich Waschtag. In dem hinteren Bereich doch noch ein paar mehr Mobile Homes, aber auch hier schöne Stellplätze, wenn dann endlich mal das Grünzeug drankommt, ist das auch schön beschattet in dem heißen Sommer hier. Bestimmt auch notwendig. Und hier kann man auch schön zelten. Das war's mit der kurzen Platzvorstellung. Wir haben uns hier sehr, sehr wohl gefühlt. Alles da, was wir brauchten. Vor allem nette Betreiber, ein tolles Restaurant. Und was uns ein wenig überrascht hat für Ende März, sehr, sehr gut besucht. Ich denke mal, im Sommer ohne Vorreservierung hast du hier die rote Karte, die hinten drin steckt. Also ein insgesamt alles in allem schöner Platz. Unsere Empfehlung hat das Ding. Und damit beenden wir auch das Video für heute mit der kurzen Platzvorstellung. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Folgt gerne unserem Kanal. Das kostet nichts, das freut uns und es hilft uns wirklich weiter. Ansonsten sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Video. Bis denne.